Hey mein Lieben, heute gibt es wieder ein Henna-Tutorial. Ich zeige euch dieses Design Step by Step und es ist sehr einfach, wirklich. Ihr braucht nur die ganzen Schritte zu befolgen und dann habt ihr es selbst auch drauf. Wir beginnen mit Orientierungspunkten. Die sind sehr hilfreich, vor allem, weil man dann später ganz einfach verbinden kann, ohne groß zu überlegen, ey, ist das überhaupt gerade? Deshalb orientiert euch an eurem Mittelfinger, der zeigt euch ungefähr so die Mitte der Hand und dann könnt ihr das Ganze auch verbinden. Das Ganze mache ich zweimal, dann habe ich auch ein eher, ja, so ein definiertes Design. Okay, das wirkt einfach viel, viel professioneller, wenn ihr das Ganze zweimal macht und das Muster stecht so ein bisschen mehr raus. In der Mitte kommt jetzt so eine Art Träne und da habe ich jetzt einen Punkt reingemacht und an den Seiten habe ich dann diese Hügelchen gemacht. Die sind super beliebt im indischen Henna-Design und das könnt ihr fast immer machen. Wirklich, immer. Wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr in diesen Hügel noch einen Punkt machen. Dann sieht das Ganze noch definierter aus und hat einfach viel mehr Detail. Jetzt mache ich hier schon wieder ein paar Orientierungspunkte. Das ist einfach viel leichter, das Ganze später dann zu verbinden. Und ihr könnt immer gucken, dass ihr das Ganze gleichzeitig macht. Also wenn ihr das auf der einen Seite einmal habt, dann könnt ihr das eigentlich wie so ein Spiegelbild nachmachen. Und das ist sehr cool. Und wenn es einmal nicht so gleich ist, könnt ihr das einfach ein bisschen dicker machen. Weil dadurch könnt ihr die Formen ändern und etwas hinzufügen oder was wegnehmen. Deshalb. Es kann immer verändert werden. Das Ganze wiederhole ich dann noch einmal. Dann haben wir noch eine Zwischenfläche und die einzelnen Ecken habe ich dann auch verbunden. Und oben auf der Spitze kam dann noch eine Träne und natürlich Hügel. Wenn ihr ein Muster von mir nachmacht, dann schickt mir unbedingt ein Bild mit dem Hashtag SunnyHenna. Dann schaue ich mir das unbedingt mal an. Das freut mich sehr, das zu sehen. Und ja, unbedingt daran denken. In dieser Mittelfläche habe ich jetzt auch wieder so eine Art Träne gemacht und dieses Muster könnt ihr so variieren. Ihr müsst das so nicht machen, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt einfach da so, ja, so Schnecken, ich nenne das sehr gerne Schnecken, oder einfach so Kringel und Kreise und Punkte, was auch immer, damit das Ganze einfach so ein bisschen orientalisch wirkt, aber auch irgendwie, ja, dieses, ich weiß nicht, das wirkt einfach viel indischer, wenn du so ein Muster reinmachst und wenn es immer sehr viele Kringel beinhaltet. Und ihr könnt das Muster vielleicht genauso nachmachen wie ich. Ich habe das jetzt auf einer Seite einfach mal Freestyle-mäßig gemacht und auf der anderen Seite dann einfach wiederholt. Vielleicht habt ihr das schon bemerkt, also ich mache immer diese Tube sauber mit einem Stück Taschentuch, das ist in der linken Hand von mir, weil dadurch habt ihr immer einen sauberen Auftrag, ihr habt keine Henna an der Spitze und ihr verschmiert das Ganze auch nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Hand, die ihr bemalt, sollte auf einem Gegenstand sein, das wirklich gerade ist, fest, damit die Hand auch nicht von dem anderen zuckt und so, dass ihr auch die Hand bewegen könnt, ohne dass die Hand sich bewegen muss. Weißt du, was ich meine? Ich habe darunter jetzt zum Beispiel eine Platte gehabt, die konnte ich verschieben und dadurch hat sich die Hand auch verschoben. Und das ist sehr cool. Macht das ungefähr genauso, weil dann könnt ihr das viel leichter auftragen. Jetzt kommen wir zum Finger und da nehme ich den Mittelfinger so als Spitze der Hand, ja. Nimm da zwei Linien, die kommen dann so horizontal einmal auf die Hand. Darunter habe ich dann noch so, ja, zwei Punkte gemacht, die habe ich verbunden. Dann wieder eine Linie und darüber habe ich Punkte gepackt. Dann hatte die auch schon so eine Art Ring. Und an dem Nagel habe ich dann dieses Muster gemacht. Das ist eigentlich so,
ich kann es nicht beschreiben, aber es sieht einfach so richtig mysteriös aus und ein bisschen zauberhaft, keine Ahnung, das wirkt einfach sehr, sehr cool. Und es war ein bisschen schwer, das zu machen, aber ich glaube, wenn ihr das Step by Step nachmacht, dann kriegt ihr es genauso hin. Das Design muss nicht perfekt sein. Ich meine, okay, wenn man jetzt richtig reinguckt, ist das Muster auch nicht super sauber geworden. Aber wenn du das Ganze dann abwäschst, also du musst es ungefähr so eine Stunde oder zwei Stunden drauf lassen, damit die Farbe wirklich auf deine Haut geht, dann kannst du es abwaschen oder abmachen, abrubbeln, weil das Henna trocknet. Und dann merkt man die ganzen Kleinigkeiten, also diese kleinen Fehler gar nicht mehr. Und das Gesamtbild, das zählt. Deshalb ist es auch egal, wenn ihr nur einen Finger macht oder zwei, das ist euch überlassen. Kommt drauf an, wie ihr das mögt. Also ich bin damit auch fertig. Ich verlinke euch links das letzte Henna-Tutorial. Oben könnt ihr mich abonnieren und danke fürs Zuschauen. Tschüss!